Einen wunderschönen guten Tag, der Mike wieder mal hier, beziehungsweise der Berater. Mich hat jetzt mal jemand gefragt, der mich da im Game erkannt hat, was soll er machen, wenn sein Team kennt? Deswegen heißt das Video, was tun, wenn? Dazu müsst ihr, oder andersrum, ihr kennt ja alle die Situation, euer Team bleibt einfach mal hinten stehen. Oder euer Team trifft nichts, oder euer Team arbeitet nicht zusammen, jeder schießt auf einen anderen Panzer und so weiter und so fort. Deswegen nennen wir das Video jetzt, was tun, wenn. Was tun, wenn euer Team hinten stehen bleibt? Das kommt darauf an, in was für einem Panzer ihr unterwegs seid. Das werdet ihr jetzt gleich hier an dem ersten Video sehen. Die zwei Videos, die jetzt kommen, einmal mit dem ELC und einmal mit dem Anko, sind direkt hintereinander aufgenommen worden. Was tun, wenn euer Team zu lange braucht? Ihr seht hier auf der Miniweb unten, ich bin schon ganz weit vorn. Und spotte. Ne, das ist ja die Aufgabe eines kleinen Panzers, zu spotten. Eines Leids. Und der ALC ist nun mal ein Leid. Der ELC. Ja, was tun, wenn? Wir spotten. Und wenn wir gespottet haben, so wie ich gerade hier tue, ne, wir haben jetzt schon drei aufgemacht, ihr werdet dann sehen, ich habe 6 Leute gespottet am Ende, dann ziehen wir uns erstmal zurück. Und zwar so weit, bis wir hinter unseren Teamkameraden sind. Und wenn das so sein sollte, dass eure Teamkameraden alle hinten stehen, was hervorkommt, dann zieht euch hinter eure Teamkameraden zurück, wenn ihr im Leid unterwegs seid. Das ist ganz wichtig. Nicht an Vorderfront stehen bleiben und einfach mit den Gegnern betteln, weil das verliert ihr im Leid fast immer. Sondern euch zurückziehen. Fällt mir persönlich auch schwer. Ich bin auch so einer, der rusht dann einfach mal rein. Ist aber kontraproduktiv. Wenn ihr euch zurückzieht hinter eure Mannschaftskameraden, ihr braucht da keine Sorge haben, dass ihr die als Schild benutzt. Das ist zwar richtig, aber dafür sitzen die, wenn die so lange brauchen, meistens in Heavys. Und dann sind die auch als Schild zu gebrauchen. Also, was tun, wenn ihr im Light sitzt und spotten gegangen seid? Dann zieht euch hinter eure Gegner, hinter eure Mitspieler zurück. Und wenn die hinten campen, dann hinter die Camping-Position. Wenn ihr im Heavy unterwegs seid und eure Mitspieler campen, wie zum Beispiel auf Minen gerne oder auf Abstellgleis, dann campt einfach mit. Im Heavy braucht ihr nicht vor vorne spotten. Das hat keinen Sinn. Da seid ihr direkt raus. Ihr braucht, ihr seht es in vielen Spielen, ihr braucht bloß ein schlechtes Matchmaking haben. Dann habt ihr einen Haufen Lights im Gegnerteam, dann seid ihr als Heavy sofort aufgeschmissen. Die umringen euch, die nehmen euch innerhalb von Sekunden raus, dann habt ihr eurem Team keinen Gefallen getan. Übrigens, das wollte ich noch vorausschicken, ich habe kein Patentrezept. Ich habe kein Rezept, wie man alle Spiele gewinnt, sonst hätte ich nicht bloß eine 56er Winrate, sondern nur 100% Winrate. Ne? Aber das sind so Sachen, die mit denen man vielleicht das eine Spiel oder das andere Spiel noch holen kann. Ja? Also wie gesagt, wenn ihr im Leid unterwegs seid und eure Leute campen alle, dann campt mit, Quatsch, zieht die Gegner zu eurem Team, vor die Flinten eurer Teamkameraden. Dann lockt die halt. Dann lasst euch aufgehen, oder andersrum, ja, lasst euch aufgehen, fahrt zurück, lasst euch wieder zugehen, dann lasst euch ein Stück weiter hinten wieder aufgehen, das ist schwer. Aber das kann man lernen, das funktioniert. Was tun, wenn eure Gegner nichts, eure Mitspieler nichts treffen? Dagegen könnt ihr nichts tun. Dagegen gibt es kein Rezept. Wenn eure Mitspieler nichts treffen, dann könnt ihr einfach nichts machen. Was tun, wenn eure Mitspieler sich auf dem Feld verteilen? Dann könnt ihr erstens mal etwas unterstützend wirken, wenn ihr zum Beispiel in einem schnellen Panzer unterwegs seid. Dann könnt ihr, wenn ihr in einem Heavy unterwegs seid, euch zu einem Teamkameraden gesellen und mit dem zusammen das gleiche Ziel beschießen.
Ihr könnt in den Chat diverse Sachen schreiben, aber nicht sowas wie Noob oder fucking Bot oder irgend sowas, sondern hilfreiche Hinweise, wie zum Beispiel Together. Oder wenn eure Mitspieler meinetwegen 3 gegen 1 sind und der eine ist ein schneller Leiter. Dann weist die darauf hin, dass die in den Cap fahren. Das ist immer wichtig, das wissen eure Mitspieler nicht. Sowas könnt ihr machen, wenn ihr im Heavy unterwegs seid. Wenn ihr im Light unterwegs seid und eure Mitspieler sich verteilen, dann wie gesagt unterstützen. Ne? Dann fahrt ihr hin, unterstützt hier, dann unterstützt ihr da. Ihr müsst euren Mitspielern, das werdet ihr jetzt gleich sehen im nächsten Gefecht, ihr müsst euren Mitspielern auch Zeit geben. Ja, ihr seht es hier, Aufklärer und Unterstützer. Ich habe alle Panzer, glaube ich, einmal getroffen. Ihr müsst eurem Team Zeit geben, die brauchen eine Weile. Ne? Ihr, die ihr meine Videos guckt oder die ihr euch überhaupt mit Videos und Foren beschäftigt und so weiter und so fort, die wissen das. Die kennen die Wege, die kennen die Maps, die fahren einfach los. Das Problem ist, das wissen die meisten Mitspieler nicht. Die überlegen dann erstmal, die gucken dann erstmal, dann stehen die rum und drehen den Turm, wie ihr das so kennt, ne? Lasst den Mitspielern Zeit, bis die kommen. Das ist ein ganz wichtiger Tipp. Die campen nicht alle, die wissen bloß nicht, wo sie hinfahren sollen. Dann ruft, wenn ihr losfahrt, um Hilfe. Ne? Bei mir ist das die Taste 7, aber ich spiele ja auf dem Rechner. Dann ruft im In-Game-Chat nach Hilfe. Dann kommen mindestens einer, vielleicht auch zwei, maximal drei. Vielleicht kommen auch alle, wenn ihr Glück habt, wenn ihr viel Glück habt. Aber wie gesagt, gebt euren Mitspielern Zeit. Was tun, wenn ihr ein gutes Team habt? Dann solltet ihr schnell sein. Weil sonst kriegt ihr nämlich nichts ab. Ich habe hier zumindest mal einen Leoparden, ne, da links von mir. Der weiß, was er tut. Der fährt erstens mal an die richtige Position. Und der macht jetzt auch alle Gegner auf. Ne, die hat er gespottet, nicht ich. Ich habe dann in die Gefechtsausführung geguckt. Das war ich nicht. Aber den kann ich jetzt unterstützen. Weil, wie gesagt, der weiß, was er tut, der steht an den richtigen Positionen und der beschießt jetzt auch fleißig die Gegner. Das werdet ihr dann sehen in der Gefechtsauswertung. Ich und er machen hier in dem Gefecht den meisten Schaden. Aber das sieht man ja am Anfang, wann, wie die Leute losfahren. Wenn die erstmal rumstehen und mit dem Turm drehen, dann wissen sie meistens nicht, was sie machen. Wenn die gleich losfahren, so wie der Leo, dann weiß er meistens, was er tut. Natürlich nicht immer. Es kann auch sein, der rusht dann direkt mal in die Gegner rein. Dann hat er nicht gewusst, was er tut. Aber so als Grundgedanke, wenn eure Mitspieler zügig losfahren, dann wissen sie meistens, was sie tun. Wenn sich euer Team so wie hier auf der Karte verteilt, ne, dann haltet die Gegner so lange auf, bis die da sind. Ne? Ihr seht es ja, die verteilen sich hier fleißig über die Karte, ein Teil ist in der Mitte. Wir zwei sind ganz vorne, hinter uns sind noch zwei. Dann haltet die Gegner zumindest so lange auf, bis eure Mitspieler da sind. Die kommt dann schon. Wenn die Gegner sehen, fahren die automatisch drauf zu. Also die meisten zumindest. Es gibt natürlich auch ein paar Teams, die machen gar nichts. Die stehen weiter bloß in der Gegend rum. Aber im Normalfall fahren eure Gegner, Quatsch, eure Mitspieler dorthin, wo die Gegner sind. Das sollt ihr nicht immer tun. Ja, das ist jetzt hier, es steht 3 zu 0. Die Gegner sind in der Mitte gespottet und ich muss sowieso Richtung Basis, weil das macht auch wieder keiner. Das ist der nächste Punkt. Was tun, wenn die Basis von dem Gegner belegt ist? Dann schreibt nicht, nehmt die Basis ein, weil das machen eure Mitspieler meistens nicht, sondern fahrt hin und stört in der Basis, beschießt den, dann setzt ihr die Basis zurück. So könnt ihr das Spiel dann noch drehen. Ihr könnt dann wieder abhauen, das ist kein Problem. Aber ihr müsst erstmal die Basis zurücksetzen. Weil das, wie gesagt, das machen eure Mitspieler nicht. Da könnt ihr das 10-mal schreiben. Das wird nicht passieren.
Haben wir alles schon durch. Aber das sind so Tipps, die wichtig sind. Was tun, wenn ihr merkt, dass ihr zu weit vorgefahren seid? Dann könnt ihr nur hoffen und beten. Dann könnt ihr nicht viel machen. Wenn ihr mitten in die Gegner reingefahren seid, weil ihr nicht auf die Minimap geachtet habt, wie gesagt, ich kenne das von mir selbst, ne? Ich bin auch so einer. Dann könnt ihr nur hoffen. Ihr seht hier, der Leo hat 1500 Schaden, ich habe 1300 und der Rest ist unter ferner Liefen. Die brauchen halt alle eine Weile. Jetzt kommt ein Spiel als nächstes, werdet gleich sehen, im Locust, wo ich nichts weiter tun konnte, weil der Locust ist ein sehr schneller Panzer. Der ist so ein grundsätzlich ein cooler Panzer. Der macht Spaß. Aber der kann halt in manchen Gefechten nicht viel ausrichten. Weil der Durchschlag, naja, grenzwertig ist. Dort könnt ihr in dem Panzer könnt ihr meistens nur spotten oder unterstützen. Und das versuche ich im nächsten Gefecht, aber dort werdet ihr dann sehen, das funktioniert auch bei mir nicht logischerweise in allen Gefechten. Ne? Wie gesagt, es gibt wie sagt man, keine Grundregel, dass ihr alles gewinnt. Das gibt's nicht. Ihr werdet immer wieder ein Spiel verlieren. Und je nachdem, wie euch das Matchmaking zugelost ist, ihr werdet es gleich sehen. Ne? Das ist das, was ich meinte. Auf Minen campen Leute gerne. Zum Glück campt hier das Gegnerteam auch. Und da könnt ihr nur für eure Teamkameraden spotten. In einem schnellen, leichten Panzer. Ne? Ihr seht's, meine Teamkameraden verteilen sich hier hinten an der Linie und stellen sich dann alle da schön hin. Die fahren dann später noch Richtung Leuchtturm raus. Und ich überlege mir jetzt, was ich mache. Weil die stehen ja jetzt alle dort. Ne? Ihr seht's. Und der eine ruft noch SOS. Der eine fährt zu weit vor. Der ist dann auch gleich tot. Ich gehe jetzt erstmal gucken. Ne? Ich mache das, was ich in einem Light am besten kann, vor allen Dingen in so einem kleinen Light. Mache ich das, was ich am besten kann. Ich gehe gucken. So, und da seht ihr dort hinten das ganze Team campt. Ne, wie unser Team campen die auch. Das war ein Fehler, jetzt wieder rauszufahren. Deswegen fange ich mir auch gleich eine. So, da seht ihr dort hinten stehen vier Panzer. Von denen. Der eine ist unten. Jetzt überlege ich kurz, was ich mache. Ich gebe noch ein paar Schüsse ab, jetzt kriege ich aber schon wieder einen. Jetzt seht ihr, ich habe nur noch wenige Hitpoints. Deswegen mache ich jetzt was anderes. Und wenn hier oben nämlich keiner spottet, gehen die Gegner zu. Und dann weiß euer Team nicht mehr, wo es hinfahren soll. Die wissen das nicht. Die wissen nicht, dass der Hügel auf Minen wichtig ist. Die wissen nicht, dass es auf Abstellgleis noch eine andere Richtung außer unten ins Tal gibt. Das wissen die alles nicht. So müsst ihr rangehen, ne? Hier ist ein Jagdpanzer. Ich lasse mir ungern von dem Jagdpanzer in den Hintern schießen. Deswegen muss ich mich mit dem erstmal beschäftigen. Aber ihr werdet gleich sehen, ich kriege noch Unterstützung. Auch wenn es lange dauert, aber ich kriege noch Unterstützung. Das meinte ich vorhin. Lockt eure Mitspieler zu den Gegnern. Das ist ganz wichtig. Dort hinten steht einer, der schießt es gleich auf den SU. Auf den UC oder was auch immer das ist. Lockt die raus. Eure Gegner, damit die in die Schusslinie eure Mitspieler kommen. So Sachen, das sind so Sachen, die wichtig sind. Wie gesagt, im Heavy könnt ihr eigentlich nur mitcampen. Ihr braucht nicht im Heavy rausfahren und euch abschlachten lassen. Das hat keinen Sinn. Ich kann jetzt hier einen Schuss anbringen. Den kann ich auch daneben setzen. Ne? Und dann muss ich mich wieder zurückziehen und dann kann ich warten. Und dann kann ich wieder Gegner aufmachen. Jetzt fährt natürlich der Kollege hier direkt in die Schusslinie und hat erstmal Glück, weil die Gegner alle nur mich beschießen. Warum auch immer. Aber das ist nun mal so. Ja, das sind so Sachen, die ihr machen könnt. Mehr kann ich nicht machen. Wenn ihr gerusht werdet vom ganzen Gegnerteam, wenn ihr zu weit vorgefahren seid, da könnt ihr nichts machen. Da könnt ihr euch nur so teuer wie möglich verkaufen, aber mehr könnt ihr nicht machen. Was tun, wenn ein Medium euch versucht zu kreiseln? Dann
Mit dem Heavy und mit dem Jagdpanzer, mit dem Arsch an die Wand. Ja, das ist wichtig. Das habe ich auch schon in anderen Videos mal erklärt. So, und bevor ich mich jetzt laufend wiederhole, habe ich das jetzt nochmal geändert. Also, wir fassen zusammen. Im Medium und im Light die Gegner locken, gucken gehen, spotten, wenn möglich unterstützend wirken, falls sich euer Team verteilt. Im Heavy vorher gucken, was euer Team macht. Das seht ihr vorher. Dann mitcampen. Immer auf die Minimap achten, das ist ganz wichtig. Und immer darauf achten, was eure Mitspieler gerade tun, damit ihr auch an den richtigen Stellen unterstützen könnt. Wenn möglich mit Hinweisen helfen, falls ihr schon raus seid, dann bleibt im Spiel und unterstützt euer Team mit Hinweisen. Weil es gibt immer wieder Leute, die wissen gar nicht, was sie tun. So, das sind so Sachen, die schreibe ich jetzt auch gleich nochmal hier aufs Video als Zusammenfassung. Ansonsten, ich mache demnächst noch ein Video übers Flankengehen. Das wollte ich jetzt eigentlich hier mit einbinden. Das habe ich aber dann gelassen. Das war zu kurz. Wenn es euch gefallen hat, teilen, liken, abonnieren, wie auch immer. Empfehlt es euren Freunden, empfehlt es euren Teamkameraden, sodass das Verbreitung findet, weil das hilft allen. Ich danke euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.